Hallo an alle und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es ist ein Plauschvideo, yay! Für alle, die neu gerade dazugekommen sind und das nicht kennen. Ich hatte früher ein Format, das nannte sich Beauty Plausch und das kam jeden Sonntag. Und ich habe es, glaube ich, circa ein Jahr lang gemacht. Und da habe ich mich jeden Sonntag hingesetzt zu verschiedenen Kategorien in meinem Leben, vor allem Beauty-relevant, Favorit der Woche oder was habe ich neu eingekauft oder welche Limited Editions kommen raus, erzählt. Und ich würde das gerne wieder aufkommen lassen, aber nicht zum Thema Beauty, sondern einfach allgemein so einen Wochenabriss geben, was ist so passiert, gerade auch zum Thema Abnehmen, wie sieht's aus, wie ist der Status, aber das ist nur ein Teil davon. Also es ist quasi so ein bisschen Favoriten-Vlog-Rückblicks-Video, ohne jetzt halt so Follow-Me-Around-Vlog-Footage, sondern einfach, wir setzen uns hin, wir holen uns eine Tasse Tee, die ich gerade nicht habe, aber mir noch holen werde jetzt, glaube ich, ja, und quatschen einfach mal über das, wie es die Woche über war. Und ich habe ein paar Kategorien für euch vorbereitet und da gehen wir einfach mal durch. Und heute, weil es ja der erste ist, erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht euch wunderbar. Ihr habt einen guten Start ins neue Jahr und ich wünsche euch alles, alles Gute. Es wird wahrscheinlich heute mal ein bisschen längeres. Generell will ich die Videos aber so auf 15 bis 20 Minuten maximal halten. Mal gucken, ob das klappt. Ihr wisst, ich bin ein Schlatterinchen und ich rede gern. Und viel. Und lang. Ja, die erste Kategorie ist schönster Moment. Was fand ich in der Woche besonders toll und was hat mir besonders Spaß gemacht? Und ich schreibe euch die Kategorien auch nochmal in die Infobox und ihr könnt auch gerne mitmachen. Also ihr könnt mir auch gerne schreiben, was euer schönster Moment der Woche war oder ich rede auch dann noch rüber, was mich geärgert hat und alles Mögliche. Also macht gerne mit, das würde mich auch wirklich interessieren und ist vielleicht so für alle interessant und spannend. Und dann haben wir ja für uns generell auch so ein Rückblick über das Jahr. Es startet ein neues Jahr und ich habe immer das Gefühl, es zieht so an einem vorbei. Aber wenn man einmal die Woche sich kurz Zeit nimmt, rückblickend drüber zu schauen, wie war denn die Woche und was ist gelaufen und wie war das so und wie ging es mir damit, dass man dann vielleicht auch einfach so eine Art kleines Tagebuch für sich hat. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Und jetzt kommen wir wirklich zum schönsten Moment und das ist sehr, sehr schwierig, weil es waren natürlich die Weihnachtsfeiertage. Das heißt, es gab ganz, ganz viele schöne Momente in dieser Woche und ich werde jetzt auch mich nicht auf einen beschränken. Es waren einfach viele schöne Momente mit meinen Liebsten, dass ich meine Eltern mal wieder gesehen habe und aber auch Freunde, die ich schon länger nicht gesehen habe. Auch, genau, ich war in Dresden, habe Lüdi und Luisa getroffen. Also ich finde, wenn man zu Hause ist, ist man generell, trifft man ganz, ganz viele Leute wieder, weil Weihnachten zieht es irgendwie alle nach Hause. Und das war generell ein schönes Ding. Besonders schön an den Weihnachtsfeiertagen war für mich der zweite Weihnachtsfeiertag, weil da habe ich mein Patenkind wieder gesehen und auch meine andere kleine Großcousine. Also mein Patenkind ist meine Großcousine quasi. Aber sie ist die Tochter von meinem Patenonkel, der mein Cousin ist. Also es ist reihum. Aber, und die kleine Maus ist 2 Jahre alt, also nicht mein Patenkind, sondern die Großcousine. Und wir dann zu dritt einfach gespielt haben. Und wie die Kleine dann auch an meinem Patenkind dranhing und meinte, kuscheln, kuscheln, und dann am Bein hing. Und das hat mir schon ganz schön das Herz erwärmt. Das war ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Aber auch Silvester war ziemlich cool, weil ich hatte 2 Freundinnen da, Lisa und Bibi, ich glaube, den Namen kann ich sagen. Und wir hatten einen gemütlichen Raclette-Abend, hatten echt cooles Feuerwerk hier in meinem kleinen Ort. Ich wohne ja nicht direkt in Frankfurt, ich wohne ein bisschen außerhalb. Aber sind hier einfach mal in die Mitte des Orts gelaufen und um uns herum überall Feuerwerk. Wir haben richtig gut was gesehen, besser als letztes Jahr in Frankfurt oder auch das Jahr davor war ich halt in der Innenstadt und da war Kriegszustand. Und wir hatten gestern einen gemütlichen Raclette-Abend, haben alles Mögliche gesehen. Ich finde es immer schöner, noch mehr Leute um mich zu scharren, also so ein richtig großes Silvester. Ich muss nicht unbedingt Party machen oder feiern oder ganz dekadent was machen, aber viele Leute um mich rum mag ich gerne. Deswegen habe ich auch mein Weihnachtsessen dieses Jahr so geliebt, was ich veranstaltet habe, dieses ganze Wochenende. Das war wunderschön und wunderbar und toll. Aber es war auch zu dritt richtig gemütlich und schön und ja, jetzt ist ein neues Jahr und es geht weiter. Also eine Woche gespickt mit sehr, sehr, sehr vielen schönen Momenten. Geärgert. Da gab es auch 1, 2 Momente, über die ich mich geärgert habe, beziehungsweise traurig war. Also es ist quasi beides, was hat mich traurig gemacht oder was hat mich geärgert. Eher witzig, aber jetzt eigentlich nicht unbedingt witzig, war meine Rückreise. Da habe ich mich sehr über mich geärgert, weil ich wirklich aufgrund von ganz viel Schusseligkeit und YouTube-Videos gucken und meine Kopfhörer mit Noise-Canceling aufhaben und einfach so in meiner eigenen Blase, in meiner eigenen Welt sein,
ich glaube, dreimal die S-Bahn verpasst habe zu meinem Anschluss. Dadurch auch einmal vergessen habe, ein Ticket zu kaufen, weil ich hatte halt ein Ticket für die Hauptstrecke aus meiner Heimat nach Dresden. Also ich habe dann in Dresden Luisa und Lüdi getroffen und hatte halt eigentlich nicht viel Zeit für die beiden, nur so 2 Stunden, weil ich dann zu meinem Anschluss musste. Und war dann in der S-Bahn, die erste verpasst, bei der zweiten in die falsche Richtung eingestiegen und dann gemerkt, ich habe ganz vergessen in meinem Wust dafür, für diese S-Bahn-Strecke noch ein Ticket zu kaufen, weil ich noch so an mein Studententicket gewohnt war, dass ich da einfach einsteigen konnte und fahren. Und wurde auch kontrolliert, aber die Kontrolleurin war sehr nett und ich hatte ja noch mein 120er-Ticket und sie meinte, das wahrscheinlich gilt das sogar noch und alles ist gut, aber sie sind in der falschen Richtung. Ich so, ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Und dann wieder zurück zu müssen, darüber meinen Anschluss zu verpassen, dann einen zweiten Anschluss nehmen zu wollen, da dann aber auch wieder verbartelt zu sein, sodass ich im Endeffekt, ich glaube, mir noch ein neues Ticket buchen musste, mit dem Zug 70 Euro zusätzlich bezahlt habe und 5 oder 6 Stunden nach meiner eigentlichen Ankunftszeit zu Hause war. Und darüber habe ich mich richtig geärgert. Richtig, richtig. Und ich konnte mich auch nur über mich ärgern. Ich habe dadurch leider auch Frust-Essattacken gehabt am Bahnhof. Erst bei Ditch mir irgendwas geholt und dann, als mir das zweite Mal passiert ist und ich einfach nur so, was ist denn jetzt los, Anna? Reiß dich mal zusammen. Da war kompletter Meltdown und dann bin ich einfach zu Burger King und habe mir da ein komplettes Menü geholt. Also das war ein richtig ärgerlicher Tag, dieser ganze Tag. Er hat schön begonnen mit Luisa und Lüdi, aber ist dann richtig, richtig abgestürzt, dieser Tag. Und traurig gemacht hat mich, dass ich jetzt über die Feiertage realisiert habe, dass eine nicht besonders enge, aber doch eigentlich, na doch schon eigentlich eng und eine gute Bezugsperson von mir, dass die Freundschaft jetzt wahrscheinlich vorbei ist oder auseinandergeht. Ich habe das schon länger vermutet und mir schon länger so gedacht, aber das hat sich jetzt für mich nochmal bestätigt. Auch für mich bewusst die Entscheidung, da keine Energie mehr reinzustecken, weil ich da oft den Kontakt gesucht habe, wir zu treffen, uns verabredet haben und ich dann gefragt habe, hey, klappt das mit nächsten Wochenende? Also wir wohnen nicht in derselben Stadt und wir hatten das ja ausgemacht, klappt das mit nächsten Wochenende? Und darauf halt gar keine Reaktion bekomme, gar nicht. Und auch schon davon ausgegangen war, dass es nicht klappt und halt jetzt auch in den Feiertagen nochmal dachte, okay, ich hole nochmal aus. Ich kontaktiere nochmal und teile so ein Lied, was uns verbindet und einen besonderen Moment, den wir haben. Und es wurde auch sofort gelesen, ich habe es auf WhatsApp gesehen und erst 2, 3 Tage später kommt dann, ja, das ist auch eines meiner schönsten Momente und ich auch wirklich in dem Moment, wo ich das geschickt habe und dann halt nichts zurückkam, halt nicht nur irgendwie 2, 3 Stunden, sondern so 48 Stunden, ich auch dachte, ist der Kontakt abgebrochen, weil ich was falsch gemacht habe? Ist sie böse auf mich? Ist sie sauer auf mich? Und es hat mich runtergezogen und traurig gemacht und dazu habe ich mir Gedanken gemacht über die Feiertage. Und dann war es halt einfach nur so eine, wir hatten uns, das war quasi am zweiten Weihnachtsfeiertag und wir haben uns auch gar nicht richtig schöne Feiertage gewünscht und es war so einfach nur belanglos, ja, und dann, das war für mich einfach so ein Zeichen von, okay, es war nichts Größeres, aber ich bin einfach nicht mehr wichtig. Ich bin einfach nicht mehr auf dem Radar und dementsprechend sollte ich da mein Herzblut zurücknehmen und rausnehmen und auch da auf mich aufpassen. Bei mir hat das schon, in dem Moment habe ich mir echt Gedanken und Sorgen gemacht und auch ein bisschen wehgetan und das ist traurig, wenn eine Freundschaft zu Ende geht, aber es ist halt so. Also ich habe jetzt nicht, wir haben jetzt nicht offiziell Schluss gemacht, aber ich weiß einfach für mich, das wird nichts mehr, bin ich mir leider relativ sicher. Wie läuft denn das Abnehmen? Ihr habt ja gerade schon ein kleines Update bekommen. Durch die Frustfressattacken nicht besonders toll, aber auch die ganze Adventszeit war so semi-toll. Durch die vielen Feierlichkeiten und Weihnachtsfeiern und Treffen und dies und das und jenes. Und ich war relativ aktiv über die Feiertage. Also ich habe alleine schon einfach Pokémon Go total viel gespielt und bin dann 2 Stunden durch die Pampa gerannt und hatte darüber halt schon Bewegung. Und war auch mit meinen Eltern in der Therme und habe dabei im Aquafitnesskurs mitgemacht. Und also ich habe versucht, ein bisschen entgegenzusteuern, habe aber die kompletten ersten 3 Wochen der Adventszeit mich sportlich gar nicht betätigt. Ich war kein einziges Mal im Fitnessstudio. Ich habe keinen einzigen Kurs hier gemacht. Also ich habe ja ein Gymondo-Abo. Und ich habe ganz wenig Just Dance getanzt und war auch wenig spazieren, war wenig draußen. Und das ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, also es ist so, dass ich wahrscheinlich nichts zugenommen habe großartig, vielleicht ein bisschen, aber ich habe jetzt viel gegessen, ich habe Wassereinlagerungen, also die Waage sagt mir gerade nicht viel,
sagen wir es mal so, die Zahl auf der Waage ist wahrscheinlich gerade zu hoch, weil da einfach Wasser und alles mit dabei ist. Aber deswegen, ich will jetzt erstmal so 2-3 Tage wieder mein Grund- und Untergrundumsatz bleiben, dass die Kohlenhydratspeicher leer sind, dass ich ganz viel trinke, dass darüber halt keine Wassereinlagerungen da sind und ich dann mal wirklich mein Gewicht checken kann, einigermaßen akkurat. Aber ich habe in 2 Tagen Wiegetag für die Wette und ich weiß, dass ich es nicht geschafft habe und jetzt die 200 Euro fällig sind. Und ich weiß, viele von euch sagen jetzt so, ja, aber Anna, das haben wir dir eh gesagt, du warst eh zu hart zu dir und 2 Kilo im Monat ist echt viel zu viel. Ich habe das die letzten Monate, weil ich habe die Videos gemacht, da habe ich ja schon so 6-7 Kilo abgenommen gehabt. Und ich habe auch das vorher schon geschafft. Ich weiß, wenn ich dranbleibe und das ist dann noch nicht mal so total akkurat dranbleiben, sondern ich habe mir extra diese 1200 Kalorien als Ziel gesetzt, weil das meine Idealvorstellung ist. Aber wenn ich die einhalte, nehme ich mehr als 2 Kilo ab. Ich weiß, ich rechne mit ein, ich schaffe es nicht jeden Tag, die 1200 Kalorien zu essen. Aber wenn ich dann halt 1500 oder 1600 Kalorien esse, esse ich immer noch defizitär und dann ist es immer noch eine gewisse Abnahme. Und dann gibt es halt ein paar Tage, dann esse ich vielleicht auf meinem Umsatz und dann gibt es hoffentlich nur ein paar ganz, ganz wenige Tage, wo ich ausraste und über meinem Umsatz esse. So ist es auch in meinem Kopf gestaffelt. Und mit diesem Mischmasch sind die 2 Kilo auf jeden Fall machbar und die sollen aber auch ein leichter Ansporn sein. Also ich würde sagen, 1 Kilo wäre sehr locker mit geringerer Anstrengung möglich, in einem Monat 1 Kilo abzunehmen. Aber ich wollte halt die 2 Kilo, und weil ich will auch einfach einen Erfolg sehen. Wenn ich 1 Kilo in einem Monat abnehme, wären das 12 Kilo. Wenn ich dabei 92 Kilo starte, dann habe ich 80 Kilo abgenommen, dann habe ich in einem Jahr das abgebaut, was ich im letzten Jahr zugenommen habe. Das ist mir, versteht ihr, das ist mir zu wenig. Also das ist für mich, der Ausblick ist noch unreizvoller für mich. Also ich denke mir, wenn ich die ganzen Sachen schon auf mich nehme, natürlich ist es, jeder kann so in der Geschwindigkeit abnehmen, wie er will, aber wenn ich das schon auf mich nehme und mir auch so ein bisschen diesen Druck aufbaue und aus gesundheitlichen Gründen sagen, ich will es auch einigermaßen schnell verlieren, weil ich halt schnell auch einfach diese ganzen Risiken für gesundheitliche Probleme abbauen möchte, dann sollten es halt schon, ja, und selbst die 24 Kilo, die ich in einem Jahr verliere, wenn es die 2 Kilo im Monat sind, dann bin ich immer noch in einem Bereich, wo ich gerade mal an der oberen Grenze des Normalgewichts ankomme. Und deswegen, das ist ein halbes Kilo pro Woche, bis 1 Kilo pro Woche, sagt man, ist eine Abnahme noch gesund. Und deswegen, ich empfinde die 2 Kilo als ein okayes Ziel. Und jetzt kann man sagen, ja, es waren ja die Weihnachtsfeiertage und es ist eine Ausnahme und es ist, das ist dann halt mal so und dann kann man die Wette doch auch mal einen Monat aussetzen. Und dann denke ich mir so, nein, das ist die Logik, mit der ich seit mehreren Jahren arbeite und mit der ich mir immer Sachen aufschiebe und wieder verzeihe, weil ich nur mein eigener Richter bin und überhaupt gar keine Nachhaltigkeit erzeuge und überhaupt gar keinen Druck oder gar keinen, also ich kann es immer wieder auf den nächsten Tag schieben, morgen ist auch noch ein Tag, dann fange ich halt morgen an abzunehmen oder ich mache es morgen oder nächsten Monat, ach nein, ist es halt jetzt so. Und das ist ja eine Unverbindlichkeit, die da einfach herrscht, die mich zu nichts geführt hat, außer zu maximal Gewicht halten, wenn ich sogar zunahme. Und ich will es nicht mehr, es ist ein Teufelskreis, den ich durchbrechen will. Und deswegen habe ich mir extra, weil mein Gehirn so funktioniert und einfach externe Anreize braucht, das mit der Wette überlegt und dann auch wirklich einen meiner besten Freunde damit ins Boot geholt, dem ich da auch vertrauen kann. Und natürlich ist das jetzt, wahrscheinlich war das der schwierigste Monat überhaupt zum Abnehmen, dieser Adventsmonat. Und wahrscheinlich sind die nächsten Monate umso weniger verlockend, weil ich auch immer gemerkt habe, je mehr ich in meinem Alltag bin, in meinem Arbeitsalltag, umso leichter fällt es mir, das einzuhalten. Und deswegen glaube ich, wäre es jetzt falsch, nur weil es eine besondere Ausnahmesituation war, jetzt da aus der Logik auszubrechen und zu sagen, nein, da fange ich halt erst 2018 an mit Abnehmen. Nein. Es gab diese Essensverlockungen, ich habe aber auch überhaupt gar keinen Sport gemacht. Und das ist etwas, womit man halt nicht abnimmt. Man kann ohne Sport abnehmen, aber da muss halt auch die Zunahme, also das, was man sich zuführt, stimmen. Und es hat beides nicht gestimmt. Und ich habe es schleifen lassen und deswegen habe ich halt jetzt einfach dieses Tool für mich, wo ich sagen muss, okay, ich muss dafür halt jetzt zahlen. Und es wird wehtun und ich werde dann jetzt auch merken, wie sehr das wehtut und will ich das dann nochmal? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass
Und wenn es dann halt so passiert, dass ich einfach Monat für Monat sage, die 200 Euro tun mir nicht weh. Es klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich bin alleinstehend, jung, in einem relativ guten Job. Und ich weiß, dass es anderen so geht, dass 200 Euro richtig wehtun. Dass dann wirklich, wenn die im Monat fehlen, dann ist es so, dass man nicht weiß, wie man die Miete bezahlen soll. Oder dass das Essen. Und dann würde ich auch niemals 200 Euro als Ziel nehmen, sondern vielleicht 50. Oder vielleicht gar kein monetäres Ziel, sondern irgendwas anderes, was mir Druck bereitet. Aber mir ist es tatsächlich so, dass das sind jetzt 200 Euro, die kann ich halt jetzt nicht beiseite legen. Das kann ich jetzt nicht sparen. Aber das wird mich im Alltag nicht massiv einschränken. Und wenn es dann halt wirklich so passiert, dass ich mir Monat für Monat quasi den Freifahrtschein kaufe, zu sagen, ach, habe ich jetzt die 2 Kilo nicht abgenommen, aber mit Zeichen 200 Euro ist halt auch nicht schlimm, dann muss ich es halt auf 300 erhöhen. Also das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Das ist nichts, was ich gesagt habe, das nehme ich mir jetzt vor und es ist jetzt so und es muss so gemacht werden. Natürlich muss ich das Monat für Monat gucken, wie passt es denn, aber ich habe mir bewusst diesen externen Druck geschaffen, das jetzt quasi mir wieder ausnahmsweise zu erlauben, das nicht zu machen. Das wäre komplett kontraproduktiv und deswegen, ja. Also Wiegetag ist erst in zwei Tagen. Ich bin sehr felsenfest davon überzeugt, dass es eigentlich gar keine Abnahme gab. Und dann ist das halt so und dann starten wir jetzt weiter. Aber ja, ärgert es mich total? Bin ich enttäuscht? Ja. Weiß ich, was die Gründe sind? Auch ja. Und ich kann es mir verzeihen, aber ich will definitiv nicht, dass es nochmal passiert. Und das ist der Anreiz, der mir hoffentlich hilft, es durchzuziehen. Und lass es uns mal ein paar Monate probieren und wenn es dann doch nicht funktioniert und gar nicht, dann schauen wir mal. Aber jetzt ist es gerade für mich der Modus, den ich für mich gewählt habe. Und das ist generelle Ziele. Was ich schon realisiert habe und gemerkt habe, ich brauche kein Frühstück. Also das ist auch immer noch so und mir reicht ein Eiweißriegel zum Frühstück, weil ich merke, gar kein Frühstück ist auch doof, weil dann habe ich um 11 Hunger und dann gehe ich mittags in die Kantine und dann nehme ich mir das Fettigste und Derbste und was man so essen kann und schaufel das in mich rein. Das nicht, also ich muss schon so ein bisschen dafür sorgen, dass was im Bauch ist und ich nicht total hungrig zum Mittagessen gehe, damit einfach dieser Heißhunger nicht kommt. Und deswegen, aber mit Eiweißriegeln fahre ich da sehr gut. Die sind zwar halt, das sind verarbeitete Produkte, das ist noch was ich auch nicht so ideal finde, aber für den Start ist es jetzt erstmal okay. Es wäre natürlich toll, irgendwann in Zukunft auf Haferbrei oder ein Müsli, was ich mir auf der Arbeit zubereite. Aber es ist gerade alles noch zu viel extra Aufwand, den ich lieber in ein anderes Thema stecken würde, erzähle ich euch gleich. Deswegen fahre ich jetzt gerade erstmal mit Eiweißriegeln ganz gut zum Frühstück und esse die auf der Arbeit. Um dann halt das Mittagessen einigermaßen normal zu halten, dann nehme ich meistens das Vitalgericht, was wir haben. Aber einer der größten Punkte ist wirklich, ich komme dann abends nach Hause und dann fängt so dieser Rumgras-Ess-Modus an. Oder ich komme direkt nach Hause und habe echt Hunger oder will direkt was essen und dann wird irgendwas in mich reingestopft und nichts Gutes. Und dann habe ich aber nur sowas zwischendrin gegessen und denke mir, ich müsste eigentlich noch richtig Abendbrot essen. Und das ist so, das ist ein Modus, den ich gerne umgehen werde. Ich brauche eigentlich abends, wenn ich rauskomme, schnell essen. Und dann direkt kochen dauert mir oft zu lange. Weswegen ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ich muss eigentlich versuchen, wahrscheinlich vorzukochen, so viel wie geht. Vielleicht einmal die Woche für die Woche vorzukochen oder so zwei Abende in der Woche. Dann vielleicht zu sagen, okay, da esse ich zum Mittagessen ein bisschen mehr, damit ich es über den Abend aushalte bis zum Abend. Und dann aber abends, weil ich dann halt nicht so einen Hunger habe. Ich komme nach Hause und ich habe gar nicht so richtig Hunger, aber so irgendwie so Appetit oder so. Ja, und jetzt, Oder ich muss doch nochmal eine Zwischenmahlzeit einführen am Nachmittag, mir irgendwas vorschnippeln, Gemüse oder Gurkensticks oder irgendwas nicht so kalorisches mitnehmen. Das muss ich für mich ein bisschen eruieren und noch ein bisschen meinen Rhythmus finden. Aber ich glaube, gesunde Gerichte finden, ich habe irgendwie gerade, glaube ich, nur Ratatouille, Ratatouille, Ratatouille. Also vielleicht mache ich dann nochmal so ein extra Rezepte-Video. In der Gruppe sind auch schon einige Links gekommen. Die Gruppe läuft übrigens auch super, es sind wirklich viele Leute. Also wenn ihr noch Austausch wollt, zusätzlich zu dem, kommt gerne vorbei. Und ich verlinke es wieder unten, die Telegram-Gruppe. Und das ist so, glaube ich, einer der großen Punkte, auch für 2018 generell, selber frisch kochen, vorkochen und selber gekochtes Essen zu mir nehmen, wo ich halt weiß, was drin ist. So, ich habe das jetzt zum Thema Abnehmen ziemlich ausgereizt.
Die nächste Kategorie ist gekauft. Was habe ich so gekauft? Denn wir haben zwar jetzt viel ums Abnehmen geredet, was bei mir aber auch noch ein bisschen eine Baustelle ist, ist schon so ein bisschen meine Finanzen auf die Reihe zu bekommen. Und ich bin halt ein kleines Konsumopfer und da quasi so ein bisschen weniger zu kaufen und ein bisschen drauf zu achten. Und deswegen will ich gerne diese Kategorie einführen, einfach, dass wir so über die Woche mal zurückblicken. Okay, was habe ich so gekauft und war das sinnvoll und einfach für mich auch so eine Nachvollziehbarkeit zu schaffen und auch wieder zu sagen, okay, wenn ich das jetzt kaufe, muss ich das im Video zeigen. Will ich das im Video zeigen? Ist das jetzt sinnvoll? Muss ich mich, also auch wirklich mich ein bisschen rechtfertigen. Ihr dürft mich da gerne challengen. Ihr könnt auch gerne schreiben, ach Anna, was war das denn jetzt wieder? Was ist denn Quatsch gekauft? Und so, ja, ja, hast ja recht. Also deswegen diese Kategorie und da möchte ich euch jetzt ein, zwei Sachen zeigen. Aber was habe ich mir als erstes gekauft? Ich habe mir ein Popsocket für mein Handy gekauft. Das ist so ein Teil, das ist in den USA gerade ganz groß, dass man halt den Finger drum wickeln kann und dann das Handy ein bisschen besser in der Hand hat. Das habe ich jetzt auch schon angebracht, aber mir ist es dann trotzdem noch ein, zwei Mal runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, ich habe jetzt keine Spider-App, aber es löst sich quasi das obere Glas von meinem Handy. Und es macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil war erst nur hier und dann ist es mir nochmal runtergefallen, dann war es hier auch. Und ich habe Angst, dass es halt aufs Display runtergeht und ich dann nicht mehr ordentlich erkenne. Und ich halt doch schon relativ viel mit meinem Handy mache, was so Notizen angeht, Essenstracking, meine Wassermenge zu tracken. Und das wäre nicht gut. Ich will weniger aufs Handy gucken und gerade was so Nachrichtenaustausch und so weiter angeht und Ablenkung. Aber gerade für die nützlichen Dinge brauche ich es schon. Und es ist auch erst irgendwie ein Dreivierteljahr alt. Und um es besser schützen zu können, habe ich jetzt noch so eine quasi Panzerhülle geholt, wo ich das auch reinpacke. Ist vielleicht jetzt nicht super leicht und praktisch und Handy, also handlich. Aber wenn das dadurch jetzt überlebt bis zum Ende seiner Lebenszeit, die bei mir 2 Jahre ist, weil ich habe so einen Vertrag dazu, dann ist das, glaube ich, gut investiert. Und ich glaube, der Popsocket hat 1,99 gekostet. Das heißt, Quatsch, dass ich ihn jetzt da drauf geklebt habe. Ich muss den dann nochmal ablösen, vielleicht nochmal mit irgendwie doppelseitigem Klebeband oder so auf die andere Hülle packen. Und die Hülle hat irgendwie 8,99 gekostet auf Amazon. Weil ich das ist auch quasi ein Neujahrsvorsatz, diese Videos jetzt wirklich wöchentlich zu machen. Ich habe es extra Wochenplausch genannt, weil ich möchte jetzt nicht auf den Sonntag festlegen, also Sonntagsplausch oder irgendwie Anfang der Woche oder Mitte der Woche. Einfach, wenn es halt Zeit ist, dann wird es wahrscheinlich schon immer so Ende der Woche, Anfang der Woche der Rückblick auf die letzte Woche sein. Aber damit ich auch, und das war beim Beautyplausch immer das große Problem, ich war so viel an den Wochenenden unterwegs und hatte nicht die Kapazität und auch nicht, wollte nicht mein ganzes Equipment, Kamera mitschleppen, alles Mögliche. Und konnte nicht mobil produzieren. Und deswegen habe ich jetzt etwas gekauft, was ich eigentlich nie kaufen wollte. Ein Selfie-Stick. Ich finde Selfie-Sticks so, naja. Die sind praktisch und es ist okay, aber sie stehen für mich auch so für diese Selfie-Kultur. Und ich mache schon auch viele Selfies, aber gerade so von Momenten mit Freunden. Ich bin schon davon abgerückt, jetzt so viele Selfies zum Beispiel auf Instagram zu posten. Weil ich mir immer denke, ich finde Selfies sind halt ganz oft so Fotos, die benutzt man, wenn man irgendwas mitteilen will oder schreiben will, aber nicht weiß, wie man das in einem Foto ausdrückt, dann macht man halt ein Selfie. Und dann denke ich, also so habe ich sie meistens zum Beispiel benutzt. Und deswegen denke ich mir jetzt so, nee, dann setze ich mich doch lieber vor die Kamera und erzähle es. Und dann schnell und jetzt auch gerade durch diesen Wochenplausch, anstatt es dann irgendwie mit einem Selfie auf Instagram zu verpacken. Also von Instagram, ich finde Instagram besonders konsumig. Also ich finde, auf YouTube kommen halt noch viel Messages rüber und Inhalte. Aber Instagram ist für mich doch sehr Produkt A, Produkt B, Produkt C, guck das an. Und die Sachen, die, finde ich, fotowürdig sind, wie wunderschöne Landschaftsbilder oder sowas, was Luisa macht, das kriegt dann irgendwie immer weniger Aufmerksamkeit. Und deswegen ist Instagram gerade nicht so mein Thema. Aber warum habe ich diesen Selfie-Stick geholt? Weil es quasi auch ein Mini-Stativ ist. Ich dachte erst so, Gott, das ist ja super nicht so stabil, aber dadurch, dass es halt sehr breit ist, kann man das schon gut hinstellen und dann kann man das Handy reinpacken und hat dann auch einen Spiegel, da seid ihr, wo man sich halt auch selber sehen kann, weil ich mit meiner Rückkamera, wenn dann, filmen will. Und dann kann ich halt auch mit dem Handy, wenn ich unterwegs bin, denn 2018 wird auch mein Jahr der Dienstreisen, ich werde wahrscheinlich mindestens 2 Tage unterwegs sein pro Monat. Ja, und deswegen halt der Selfie-Stick stativmäßige, weil man das halt einfach so einpacken und mitnehmen kann. Ich glaube auch hier noch ein bisschen zusammenschieben, ich weiß es gerade nicht. Und ich dann auch mobil die Videos machen kann. Der hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Der hat auch Bluetooth, aber ich werde es ja nur als Stativ quasi nutzen und deswegen kam ich da eigentlich mit der Hand auch ran. Dann habe ich auch eine passende App mir geleistet fürs Handy. Die heißt, glaube ich, Fotostudio CT oder keine Ahnung, nee, wie heißt es denn? Power Director, ganz anders. Aber, und das gibt es auch als Web- oder als Desktop-Anwendung.
Und da habe ich mir die Pro-Variante für 5,99 € gekauft, weil ich damit tatsächlich mit Layern und alles Videos auf meinem Handy schneiden und produzieren kann. Das sieht dann so aus. Ich habe hier schon mal so ein Testvideo gemacht. Das soll jetzt auch keine Werbung dafür sein, aber so sieht das halt an aus. Hat auch mit Layern und das waren so Testaufnahmen, die ich einfach gemacht habe und irgendwas dazwischen gepackt. Und das funktioniert echt gut. Und damit kann ich dann im Notfall tatsächlich auch so einen Wochenplausch schneiden, wenn ich unterwegs bin. Und das war mir wichtig, weil ich möchte das wirklich regelmäßig machen. Und das soll es wieder sein, so wie der Beautyplausch auch war, dieses Regelmäßige einfach. Und deswegen wollte ich einfach für mich die Möglichkeit schaffen, das auch mobil zu erstellen und mobil drehen zu können. Ohrwurm. Das wollte ich unbedingt reinnehmen, weil ich mag... Ich habe mit meinen Freunden schon festgestellt, ich habe keinen guten Musikgeschmack. Das habe ich jetzt auch für mich akzeptiert und damit lebe ich. Also ich stehe auch auf sehr poppige Radiomusik und es ist dann halt einfach so. Und es ist halt jetzt kein total alternativ erlesener Musikgeschmack. Aber ich höre schon auf Texte, die müssen jetzt auch nicht unbedingt total... Das müssen jetzt keine Perlen der Lyrik sein, aber wenn es mich in dem Moment berührt und betrifft und zu dem Moment und zu der Stimmung passt, bei mir ist Musik ein sehr großer Stimmungsfaktor. Ich kann so ein bisschen Depri-Musik anmachen und mich dann wunderbar auch an eine depressive Stimmung abgleiten lassen. Also es klingt jetzt so, ich will so gerne depressiv sein, nein, aber wenn man einfach generell ein bisschen schlecht drauf ist und es dann einfach mal rauslassen muss, das dann halt mit Musik noch zu unterstützen. Das mache ich sehr gerne. Oder wenn ich eine entspannte Musik im Hintergrund laufen lasse, dass ich auch generell ein bisschen entspannter bin. Aber wenn ich auch morgens so zum Aufstehen irgendwelche Powermusik brauche, dann habe ich das auch. Ich mache euch auch da gerne eine Playlist auf Spotify zu. Ich heiße auf Spotify noch Beauty Hexe, so wie mein alter Kanal hieß. Oder der Kanal aber früher hieß. Und dann kann ich ja mal eine Playlist zu diesen meinen Ohrwürmen machen. Und dann müsste sie ja übers Jahr quasi eigentlich was ansammeln. Und was nehmen wir denn dieses Jahr? Diese Woche, dieses Jahr. Ich hatte nämlich eine größere abendliche Session, wo ich quasi ganz, ganz viel alte Kamellen ausgegraben habe, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, an Musik, die ich da gefunden habe und mich, wie gesagt, mit ganz, ganz viel beschäftigt habe. Und da sind viele Perlen wieder rausgekommen, also die werde ich jetzt wahrscheinlich über die Wochen auch hören, da werden noch ein paar bei den Ohrwürmern landen. Aber dieses Mal möchte ich ein Lied von Oh Wonder auf die Playlist setzen. Und zwar Ultra Life. Das ist vom neuen Album. Das ist, glaube ich, sogar erst Ende November erschienen. Und ich habe Oh Wonder schon vor ein, zwei Jahren entdeckt, aber für mich gehört und genutzt. Und es ist eine Band, ich glaube, aus London. Genau, ist ein Duo. Und die haben ihr erstes Album in ihrem Monatstakt veröffentlicht. Jeden Monat, die hatten das quasi als Blog. Und jeden Monat kam ein neues Lied raus. Und das sind zum Beispiel Sachen wie Drive oder, was war denn das bekannteste? Without You. Genau, das war so das bekannteste Lied, was glaube ich auch im Radio lief. Und ich liebe Technicolor Beat. Das ist ein total entspanntes, aber auch irgendwie intensives, aber ganz, ganz tolles Lied. Müsst ihr euch auch mal anhören. Aber ich habe, wie gesagt, das neue Album mir angehört. Fand das jetzt nett. Fand das erst irgendwie besser. Aber so für meinen persönlichen Geschmack, aber es ist ein Song drauf, Ultra Life, und das ist so ein richtiges Wohlfühl, gute Laune, das ist ein super Roadtrip-Lied. Also das irgendwie, ich kann mir das so gut vorstellen, irgendwie auf irgendeiner amerikanischen Highway im Auto und es läuft und man ist einfach nur so, also einfach gut drauf. Und deswegen, das habe ich auch auf meiner gute Laune-Playlist draufgepackt und höre das morgens unter der Dusche und deswegen ist das mein Ohrwurm diese Woche. Unterhaltung. Ja, das sind halt so Sachen, die ich über die Woche quasi gerne gemacht habe an Filmen, Serien, Spielen. Und da habe ich, ja, mit was habe ich mich so unterhalten? Also ich habe sehr viel Stardew Valley gespielt zu Hause. Ich habe aber auch ein neues Spiel, nämlich Xenoblade Chronicles 2. Sehr, sehr schön. Ich bin noch nicht weit und habe noch nicht viel gespielt, aber es ist wirklich, wirklich schon mal toll. Das habe ich mir quasi zu Weihnachten geschenkt. Ich kann mich sehr gut zu Weihnachten beschenken. Eigentlich beschenke ich mich das ganze Jahr selbst mit Dingen. Das fand ich cool. Und an Filmen habe ich dann gar nicht so viel geguckt. Ich habe mit meinen Eltern Guardians of the Galaxy geguckt. Der war der erste, also auf Blu-ray, schon ganz alt. War wirklich cool. Also die Empfehlungen, alle, die so sagen, das ist ein toller Film, das stimmt wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Auch so ein bisschen das Anti-Helden-Ding. Ich habe noch nicht Star Wars gesehen, den neuen. Aber ich gehe diese Woche jetzt endlich ins Kino. Ich habe es meinem Vater eigentlich zu Weihnachten geschenkt, dass wir zusammen zu Star Wars ins Kino gehen und er hatte da nicht richtig Lust. Na gut, dann gehe ich halt selber.
Und ich war beim Kino zu Pitch Perfect 3. Ich muss sagen, es ist, ich finde von den dreien ist es der schwächste. Also ich fand Pitch Perfect 1 auch echt am besten. Den zweiten auch noch ganz gut. Und der dritte ist unterhaltsam, er ist witzig. Aber ich glaube, wenn ihr keine Hardcore-Fans der Serie seid, also Filmserie, dann wartet einfach, bis der mal auf Amazon ist und leiht euch den für 3,99 zu zweit zum Mädelsabend oder zu dritt oder zu viert und spart euch das Kinogeld. Also es war sehr nett und unterhaltsam, aber ja, muss man jetzt nicht im Kino gesehen haben, bin ich ganz ehrlich. Und ich will unbedingt noch Coco sehen, auch wegen des Vorfilms mit Olaf, aber habe ich auch noch nicht geschafft. Und ich habe Filme geschaut, ich habe mal wieder Garden State geschaut, wunderbare Indie-Perle von Zach Braff, ganz tolle Stimmung mit einer ganz, ganz jungen Natalie Portman, sie ist so süß. Den habe ich zusammen mit Bibi geschaut und La La Land, denn La La Land ist jetzt auf Amazon Prime. Also wenn ihr Amazon Prime habt und noch nie La La Land geguckt habt oder La La Land schon gesehen habt, aber nochmal sehen wollt, aber die Blu-ray nicht hat oder sowas, es ist bei Amazon Prime. Wir haben es geguckt und ich habe mich schon wieder so in den Soundtrack verliebt, das ist so, 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 so ein schöner Film. Und an Serien, es gibt eine neue Staffel Jane the Virgin. Die dritte Staffel ist jetzt auch endlich auf Netflix. Also sie ist nicht neu in den USA, kommt wahrscheinlich schon die vierte. Aber sie ist endlich in Deutschland verfügbar. Das freut mich sehr. Also ich gucke es auch auf Englisch, aber halt, ich möchte auf Netflix und nichts dafür bezahlen. Ich habe für die zweite Staffel tatsächlich irgendwie für 2 Euro die Folge, zum Teil die Folgen zusammen gekauft auf Amazon, die ich dann nicht geschafft habe, online zu gucken und habe dann die anderen auf den amerikanischen Seiten via VPN geguckt. Also legal, nicht illegal irgendwas, aber halt auf der ABC-Seite oder wo es auch, oder CTV, naja. Und, aber jetzt kann man sie halt auf Netflix gucken. Und am 19. Januar kommt eine neue Staffel Grace und Frankie. Aber das werden wir auch noch hören. Also es war, ich habe doch schon ein bisschen mehr angeguckt. Und YouTube habe ich auch relativ viel geschaut. Mein bester Tipp und Trick für YouTube aktuell, guckt alles auf doppelter Geschwindigkeit. Ihr schafft so viel mehr YouTube-Videos. Ich scroll halt durch meine Abos, pack das auf die Später-Angucken-Liste und dann gucke ich meine Später-Angucken-Liste durch und dann immer schön auf doppelte Geschwindigkeit. Und meine aktuelle Obsession, so ein bisschen, auch wenn ich gerade wirklich, wirklich gerne gucke und alle Videos gucke, ist natürlich LLB. Mir relativ egal, also Mirella. Schaue ich sehr gerne. Und Beauty News, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Die machen auch den Make-up-Break-up, also wo die Kosmetik zerstören und dann wieder aber neu pressen. Habe ich auch richtig Lust bekommen, Make-up zu pressen. Ich habe ja so ein paar Puder rumfliegen gehabt und habe auch ein paar, die zwar nicht kaputt waren, aber nicht gut performt haben, nochmal neu gepresst und sie waren dann auch immer noch scheiße, also sie werden aussortiert. Aber einfach so am Make-up-Pressen hatte ich irgendwie total viel Spaß, also am Puder-Pressen. Und die machen halt auch die Beauty-News ein- bis zweimal sogar die Woche und es sind echt so 45 Minuten bis eine Stunde Videos, wo sie jede Make-up-Marke durchnehmen, mittlerweile auch Essence und deutsche Marken, also man kriegt da auch so ein bisschen für den deutschen Markt so den Abriss und halt wirklich erfährt, was kommt so Neues raus, was wurde auf Social Media angeteasert, was gibt es Neues. Und das, obwohl ich wenig kaufe an Kosmetik aktuell, gucke ich mir das sehr, sehr gerne an, einfach so, um up to date zu sein. Und wie gesagt, ich schaue es halt auf doppelter Geschwindigkeit, dann ist es irgendwie nur eine halbe Stunde. Das ist okay. Gedankenspiel. Das soll eine Kategorie sein mit allem, was ist mir so in der Woche durch den Kopf gegangen. Und es sind so, so viele Gedanken. Das Video ist ja schon sehr lang. Eigentlich dachte ich immer, das wird die lange, große Kategorie. Aber irgendwie war es jetzt doch das Abnehmen. Was auch okay ist, weil viele von euch sind jetzt auch frisch da zum Thema Abnehmen. Und es interessiert euch auch. Deswegen finde ich das eigentlich nicht ganz so schlimm. Ich muss sagen, mich hat echt viel beschäftigt. Das Thema Freundschaft natürlich, was ich hier vorhin schon angeteasert habe. Ich nenne euch jetzt einfach mal Stichpunkte. Ich würde sagen, das sind alles so Themen, die werden mich auch in den nächsten Wochen weiterhin beschäftigen. Und wir werden uns damit nochmal intensiver beschäftigen. Aber Vorsätze natürlich, das neue Jahr. Was nehme ich mir vor? Und ich muss sagen, ich habe wenig neue Vorsätze, sondern will einfach Vorsätze, die ich schon hatte, weiterführen. Wie zum Beispiel mich nicht so sehr vom Handy ablenken lassen, da die ganzen Benachrichtigungen auszuschalten. Deswegen habe ich auch zu Weihnachten, das ist vielleicht das einzige Weihnachtsgeschenk, was ich dir mal zeigen kann, mir eine Armbanduhr gewünscht, die ich sehr, sehr schön finde. Und um einfach da auch auf die Uhr zu gucken, wie spät es ist und nicht immer aufs Handy zu gucken und nicht immer abzulenken und nicht immer von jeder WhatsApp-Nachricht abgelenkt zu werden, weil ich bin wirklich wie so ein kleines Eichhörnchen, was immer da und da und da und da ist ja auch noch was. Und nein, ich will einfach strukturiert Sachen von vorne bis hinten angehen und abgehen. Und es zieht sich von Haushalt, Putzen, Hobbys, Gedanken, YouTube, über die Arbeit, übers Abnehmen, einfach alles in meinem Leben. Auch Gedanken, die ich habe, viel öfters jetzt einfach aufschreiben und sagen,
ich wollte jetzt gerade das machen, aber dann kam mir der Gedanke und dann fange ich den an und dann kam mir der Gedanke und ich mache das dritte und dann habe ich das erste schon wieder 10-mal vergessen. Sondern eher die eine Sache machen und wenn mir 30 Gedanken in den Kopf schießen, schnell aufschreiben, damit ich das Gefühl habe, sie gehen verloren, aber erst danach angehen. Und das ist ein großes Thema, glaube ich, für mich. Das hatte ich aber eh schon vor, also das ist jetzt kein neuer Vorsatz, da arbeite ich schon länger dran. Genauso wie natürlich das Thema Abnehmen. Es ist immer so ein klassischer Neujahrsvorsatz, aber der ist ja auch schon etwas länger da und das durchzuziehen. Aber auch diese Videos hier regelmäßig zu machen, das ist doch auch ein Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe, weil ich einfach merke, YouTube macht mir Spaß, YouTube ist für mich ein toller Ausgleich und einfach mich in diese Welt zu begeben, das zu drehen, zu quatschen und dann auch zu schneiden, das ist wunderbar, erfrischend. Ich bin nicht so wirklich gestresst gerade auf der Arbeit, weil es alles so neu ist und so spannend und so toll. Also auch wenn es stressig ist, bin ich es immer noch so, ah! Aber ich glaube, die Zeiten werden kommen, wo es auch wieder um reines Abarbeiten und vielleicht auch mal ein paar Stunden mehr als geplant und nicht und dann auch private Sachen dazukommen. Also der Stressfaktor wird auf jeden Fall wieder dazu kommen. Und dann wird YouTube, glaube ich, auch eine wichtige Größe für mich, um einfach so den kreativen Auslass zu haben, um mich abzulenken und mal wieder in einer ganz anderen Zone zu sein. Und ja, deswegen will ich das auch regelmäßig machen. Das sind so meine Neujahrsvorsätze. Ich beschäftige mich aber auch generell natürlich mit dem Thema, was will ich vom Leben? Was, natürlich, sagt sie so, aber wie soll es weitergehen? Kinder, Beziehungen, Partnerschaft, was macht eigentlich glücklich? Freundschaft. Das ist was, was bei mir gerade ganz akut ist und wo ich auch noch definitiv nochmal extra Videos zu machen werde. Finanzen. Wie organisiere ich mich einfach auch im nächsten Jahr und werde nochmal ein Stückchen erwachsener? Ich habe das Gefühl, ich bin im letzten Jahr doch um einiges erwachsener geworden und ich will noch erwachsener werden, ohne aber auch so meine vielleicht auch kindliche Begeisterungsfähigkeit und diese Freude und Leichtigkeit zu verlieren. Versteht ihr, was ich meine? Also erwachsen sein, wenn es drauf ankommt, aber nicht das Leben immer so bierernst sehen und einfach so ein bisschen diese Freude an den kleinen Dingen erhalten. Weil ich finde, das ist schon was ich ganz gut kann. Die Freude an den kleinen Dingen des Lebens und Begeisterungsfähigkeit. Das ist eine Stärke von mir. Es ist manchmal schwer, eigene Stärken einzugestehen, aber ich glaube, das ist wirklich eine. Und ja, das will ich mir behalten, aber gleichzeitig noch ein bisschen verantwortungsbewusster werden. Das auf jeden Fall. Studium. Großes Thema. Läuft neben der Arbeit, ist also schon noch eine ganz schöne Belastung, aber ich will es angehen und ich muss angehen, aber ich will es auch und auch mir einfach vor Augen führen, wozu ermächtigt es mich und nicht so dieses, ich muss das jetzt machen und ich muss das machen, sondern ich mache das jetzt, weil dann kann ich das und das tun oder dann habe ich die und die Möglichkeiten und einfach da so ein bisschen den Blickwinkel ändern und mehr Zeit auch da investieren und mich da auch organisieren, dass ich das halt hinbekomme. Das ist mir auch wichtig. Und dann auch so ein großes Thema für mich, wie kann ich was zurückgeben? Engagement, soziales Engagement, weil ich habe das Gefühl, wir werden immer mehr eine Ellenbogengesellschaft, in der halt, ja, jeder an sich denkt und der Spruch, wenn jeder an sich selber denkt, ist ja an jeden gedacht, immer präsenter wird. Und das finde ich schade und wichtig und schwierig, denn es gibt halt auch Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht so an sich denken können oder wenn sie an sich selber denken, nicht die Möglichkeiten haben, so das zu erreichen, was die anderen auch erreichen. Also es sind so zwei Faktoren. Einmal so dieses Helfen, wo Hilfe da ist, aber auch das Wertschätzen, was man hat und warum muss es immer mehr und größer und weiter und schneller und höher sein? Warum kann es denn nicht einfach mal genug sein und man sich freuen an dem, wie es ist und was man so hat? Das ist mir irgendwie wichtig und halt, ja, dann auch was zurückzugeben und nicht immer nur an sich selbst zu denken. Und ich habe mir da verschiedenste Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen kann. Durch die YouTube-Videos einfach meine Geschichte teilen und zeigen, nein, es ist nicht alles eine schillernde, wunderschöne Welt, sondern es gibt auch schwierige Zeiten und es gibt auch Themen und Probleme, die jeder hat und mit sich rumträgt, aber natürlich nicht auf dem Schild schreibt und jedem sofort zeigt, sondern sogar im Gegenteil meistens versucht zu verbergen. Das ist ein wichtiges Thema. Aber ich habe auch überlegt, in eine Partei einzutreten und mich politisch zu engagieren, weil ich das eigentlich in meiner Jugend auch, ich war nicht in der Partei, aber ich habe mich auf jeden Fall im Jugendparlament in meiner Stadt und als Vertreterin meiner Schule und aber auch im Studentenrat in meinem Studium sozial engagiert oder politisch engagiert. Und
dann natürlich auch die unschönen Seiten kennengelernt, auch schon in diesem kleinen Rahmen und mich deswegen auch aus dem Ganzen zurückgezogen. Aber ich habe das Gefühl, immer mehr Leute ziehen sich zurück und dann kommen da halt einfach Mächte dran, die da nicht sein sollten und falsche Bilder. Aber auch einfach so, dass da wirklich nur Menschen mit Kalkül, finanziellen Backup an die Macht kommen und einfach keiner mehr so richtig für die kleinen Leute kämpft. Und damit meine ich nicht mich, ich bin kein kleiner Mensch, ich habe es sehr, sehr gut im Leben und finanziell, ausbildungstechnisch, ich denke dann wirklich auch an andere. Und ja, das sind auch so Gedanken. Und dann halt aber auch so die ganz, was heißt klassische Schiene, aber so das, was einem normalerweise in den Sinn kommt, wenn man an soziales Engagement denkt, an Unterstützung in Vereinen oder sozialen Einrichtungen als ehrenamtlicher Helfer. Es ist einfach was ich für 2018 angehen möchte und da irgendwie meinen Platz finden möchte, wie ich das am besten vielleicht schaffe und realisieren kann. Aber das sind Gedanken, die so in mir rumschwirren und wir werden die nochmal ausführlicher besprechen, bin ich mir sehr sicher, in den nächsten Wochen. Und als letztes der Ausblick, der Blick nach vorne. Was kommt in der nächsten Woche auf mich zu? Das ist die erste Woche des Jahres. Das heißt, es wird, glaube ich, auf der Arbeit noch relativ ruhig sein, weil noch viele, gerade mit Kindern hier in Hessen, hat man die erste Woche, glaube ich, noch Weihnachtsferien. Und viele Eltern nehmen sich dann auch die Woche noch frei. Das heißt, da ist, glaube ich, noch nicht unbedingt ruhig, weil ich jetzt sagen kann, ich mach mal Chili Vanilli, weil ist ja keiner da, aber auch so ein bisschen, ich komme noch nicht weiter, weil die Leute, die ich jetzt bräuchte, sind halt gerade nicht da. Aber da ich eh noch in der Einarbeitung bin, weil es ist ja noch doch 3 Monate noch relativ frisch in der Position und es ist auch alles ein bisschen komplexer und komplizierter, doch ganz gut, um nochmal für mich so ein bisschen die Einarbeitung voranzutreiben. Aber ich glaube, meine Kollegen in meinem Team sind wieder da, das heißt, die kann ich löchern. Und wir können auch vielleicht so ein bisschen Zeit mal durchatmen und brainstormen, wie wollen wir uns im nächsten Jahr angehen und so weiter. Also da freue ich mich drauf, das ist halt auf der Arbeit. Ich freue mich auf die Arbeit. Ich habe am 29. arbeiten müssen und ich habe mich drauf gefreut, weil irgendwie nach 3-4 Tagen auf der Couch sitzen. Glaub mir, ich bin ein fauler Mensch, grundfaul. Also ich bin so, bin jetzt nicht so, wenn es jetzt da geht, irgendwie, ich muss meine Küche noch putzen und alles. Dann bin ich so, nee, lass mal lieber. Aber weil es halt gerade so einen Spaß macht und das Team auch so cool ist und alles noch so neu und so frisch und man irgendwie schon seine Gedanken noch einbringen kann und brainstormen und ich vielleicht auch noch so den Blick, den anderen Blick habe, weil ich noch nicht so festgefahren bin. Und das ist gerade super spannend. Das macht einfach mega Spaß und das macht mich so glücklich, das in 2017 für mich geschafft zu haben, aus einem Job, der mich wirklich runtergezogen hat, jetzt was Neues zu finden. Und natürlich ist das jetzt auch frisch und spannend. Und das wird auch wieder abflachen und in mehr Routine übergehen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Grundvoraussetzungen und das Grundteam und die Grundthemen doch ein ganz anderer Tenor sind, sodass es nie an den Punkt kommt, wie es im alten Job war. Und das freut mich sehr. Ja, ich freue mich morgen auf meine Kollegen. Total. Und ich habe das Wochenende auch frei, also vielleicht kann ich das nochmal so ein bisschen zum Brainstorm nutzen. Ich möchte aber auch unbedingt Pokémon Raiden gehen und ich werde mir Star Wars mit einer Freundin angucken. Ich muss mal wieder die Haare nachfärben. Also es wird, glaube ich, eine sehr alltagsmäßige Woche, aber es gibt auch ein paar Dinge, um die ich mich kümmern muss. Mein Auto verkaufen, darüber reden wir definitiv nächste Woche mal. Und so wird meine Woche. Ich hoffe, eure Woche wird gut. Ich hoffe, meine auch. Und dann sehen wir uns in der Woche schon wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis ganz bald. Ciao, ciao.